Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Kürzlich habe ich mir Gedanken gemacht um die Emmausjünger. Sie gingen neben Jesus her und haben ihn nicht erkannt. Geht es uns nicht manchmal auch so? Sie waren so in ihr Tagesgeschäft versunken, dass sie ihn gar nicht erkannten. Laufe nicht neben Jesus her, sondern schau, dass du mit ihm Kontakt hast, sondern erkenne, was er zu tun vermag. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder so richtig ermutigen. Heute machen wir weiter mit dem Er führt mich zu frischen Quellen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir sind ja am Psalm 23 dran und da geht es weiter. Er führt mich zu frischen Quellen. Und das ist das, was wir auch erkennen müssen. Nicht so, wie Isolde gerade gesagt hat, mit den Emmausjüngern auch so. Man ist im Tagestrott drin, in der Gewohnheit. Und Jesus möchte uns an die frische Quelle führen und wir drehen uns im Kreis. Wir drehen uns in unserer Gewohnheit. Er möchte uns aber an die frische Quelle führen. Es heißt ja, er macht es für uns jeden Tag neu. Jeder von uns hat gern frisches Wasser, ein frisches Leben, frische Gedanken, frische Ideen. Und Jesus möchte uns dahin führen, nur lassen wir uns dahin führen. Und da ist das saubere Wasser und man kann ja die frische Quelle von einem Tag, wenn da nichts nachkommt, wird das Wasser immer schmutziger. Und je weiter man von der Quelle weg ist, wissen wir kennen es, da ist ein Bach und dann irgendwann kommt fast gar nichts mehr und da kommt schlammiges Wasser, obwohl dasselbe Wasser an der Quelle sehr sauber war. Drum ist es wichtig, dass wir immer ausgerichtet sind an der Quelle und dass wir zur Quelle gehen und uns da führen lassen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass ein jeder so richtig Freude und Lust hat, an die Quelle zu gehen und wirklich das frische Wasser schöpft. Ich danke dir dafür, Herr, dass das nicht nur ein Sonntagserlebnis ist oder ein Andachtserlebnis, sondern, Herr, dass wir wirklich zur frischen Quelle gehen dürfen. Und Herr, du hast lebendiges Wasser für uns, für unseren Alltag. Danke, Herr. Amen. Auch heute wollen wir wieder für Menschen beten und jemand schreibt uns mit der Bitte um Gebet. Seit einiger Zeit habe ich im Mundraum unter der Zunge eine Art Geschwür, dem ich am Anfang keine Beachtung geschenkt habe. Jetzt aber wird das immer größer und mehr. Und morgen will ich zum Arzt, der dann eine Diagnose stellen soll. Bitte betet für mich, dass ich keinen Krebs im Rachenraum habe und dass diese Veränderungen etwas anderes ist, als von mir vermutet. Vielen lieben Dank für eure Gebete. Ja, und oftmals vermuten wir Dinge, die gar nicht sind. Und Jesus, ich danke dir, dass es auch hier so ist, dass du der Herr bist über dieser ganzen Sache und dass alle Vermutungen nichtig sind, sondern dass du diesen Rachenraum, diesen Mund berührst und diese Zunge und dieses Geschwür verschwinden lässt, dass alle Zellen, die da nicht hingehören, austrocknen im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist und dass du da eingreifst und dass alle Gedankengebäude zerstört sind, die Vermutungen sind, wo nichts bestätigt ist oder wo du veränderst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Diese Frau schreibt, mein Leben fliegt mir gerade um die Ohren. Suche dringend eine Wohnung. Die Wohnung ist bereits gekündigt, aber auch die Arbeitssituation, Beziehungen und die Gesundheit sind angeschlagen. Der Tod meines Bruders macht mir zu schaffen. Danke für Gebet. Ich will wirklich vertrauen. Ja, und das ist das Beste, wenn wir Jesus vertrauen. Und Jesus, ich danke dir für diese Frau, die so angegriffen ist. Und ich danke dir, dass du in ihr Leben eingreifst, dass du ihr
in ihrer Arbeitssituation begegnest, dass du ihr in ihren Beziehungen begegnest und dass du sie gesund machst von Kopf bis Fuß. Danke, Jesus, dass du eingreifst in ihr Leben. Danke, Jesus, dass du ihr auch Frieden schenkst und Trost schenkst für den Verlust ihres Bruders. Danke, Jesus, dass du auch da mächtig eingreifst, dass du ihre Seele heilst und dass Frieden hineinkommt. Danke, Jesus, dass du der Herr bist und dass du der Helfer bist. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du eine Not hast. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Zwei Gebetsanliegen wegen Krebserkrankung. Eine Frau schreibt für jemand. Sie hat Krebs, bittet um Gebet. Bitte helfen Sie im Gebet, danke. Sie ist sehr traurig. Und da schreibt eine Tochter. Hallo, ich habe ein Gebetsanliegen für meine Mutter. Sie ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Mehrere Chemo und Bestrahlung und OPs hat sie bereits hinter sich. Sie hat jeden Tag Schmerzen und betet. Sie hat euren Online-Gottesdienst gesehen und glaubt daran, geheilt zu werden. Sie bat mich, diese Mail zu schreiben, damit ihr für sie betet, damit ihre Schmerzen vergehen und sie vollständig geheilt wird. Vielen Dank. Ja, wir dürfen uns eins machen, wenn fürbittende Gebete kommen oder direkte Gebete von jemand, Gebetswünsche von jemand. Das tun wir sehr, sehr gerne und wir erleben ja so viele Heilungen. Am liebsten würden wir jeden die Heilung per Post schicken, aber wir können es nicht tun. Gott kann es tun. Und er heilt so wunderbar, wunderbar Krankheiten. Unlängst hatten wir eine Heilung von Parkinson, so eine Krankheit, wo eigentlich nicht heilbar ist. Und wir glauben jetzt auch für Heilung für diese Krebskrankheit. Danke, Herr, dass wir diese beiden Personen dir bringen dürfen und alle anderen, die sagen, ja, ich auch. Ich danke dir dafür, Herr, dass du stärker bist, denn alle Krebsgeschwüre und wie die alle heißen und egal, wo sie sind, Herr, auch Herr an der Bauchspeicheldrüse, wenn da jemand erkrankt ist, Herr, wollen wir auch mit einschließen, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, lass das Wunder geschehen. Herr, ich danke dir, Herr, dass dir alle Kraft und Macht gegeben ist und dass du der Herr bist, der Sieger ist, auch über jeder Krankheit. Und Herr, wir befehlen dieser Krankheit, dass sie weicht in deinem Namen, Jesu, mit deiner Kraft, mit deinem Blut, das du für unsere Krankheit auch vergossen hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen kommt von einem Mann. Er schrieb uns per E-Mail. Ich bitte um Gebet für mein Kieferproblem, dass es wieder so wird wie früher, dass sich die Verspannungen komplett lösen. Vielen herzlichen Dank. Ja, Herr, danke. Lass in den ganzen Kopf, in die ganzen Knochen, in den ganzen Kiefer richtig Entspannung hinein. Und ich danke dir dafür, Herr, das, was alles diese Anspannung, Verkrampfung und das alles verursacht, Herr, rühre du wirklich auch das Herz an. Herr, dass Entspannung im ganzen Körper stattfindet, im ganzen Kopf. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du das Problem an der Wurzel lösen wirst. Ich danke dir dafür und dass dieses Problem gelöst ist, Herr, ich danke dir. Herr, in deinem Namen, Jesu. Amen. Ich hatte Amen. So den Eindruck, während ich gebetet habe, dass das Problem nicht der Kiefer ist, sondern ein Problem, das dich belastet. Und Gott möchte das lösen, möchte das Problem lösen. Und dann ist das mit dem Kiefer automatisch gelöst. Ja, wie wunderbar. Und Menschen schreiben uns immer wieder, wie sie Gott erleben. Gott schenkte neues Leben. Eine Frau berichtet von geschenkten Jahren bei ihrem Mann. Mein Mann ist im 9. Jahr nach der Krebs-OP. Es geht ihm gut. Gott schenkt uns Gnade. Wer hätte das gedacht? Er hatte eine Lebenserwartung von einem halben Jahr nach der OP. Jetzt sind es 8 Jahre. Von Herzen möchte ich euch auch für eure Briefe danken. Sie sind eine große Ermutigung im Glauben. Alle eure Predigten schenken Trost und Weisheit. Da freuen wir uns.
Und aus Ostdeutschland schreibt uns ein Mann, dass Gott auch für ein neues Auto sorgt. Ich habe euch vor längerer Zeit berichtet, dass wir ein neues Auto brauchen, da unser jetziges keinen TÜV mehr bekommt. Gott hat das Gebet erhört. Wir bekommen jetzt einen neuen, guten, gebrauchten. Danke, Jesus. Und Gott weiß, was du brauchst. Manchmal braucht es auch eine Wartezeit, bis Gott eingreift, wie folgender Mann berichtet. Eine Zusage Gottes durch euren Brief erfüllte sich jetzt. Nach 4 Jahren Wartezeit durfte meine Mutter hier in die Herberge einziehen. Wir können uns vom Fenster aus zuwinken. Danke für die Gebete und ein Jahr voller Wunder. Und Gott erfüllt seine Zusagen. Es ist doch so wunderbar, vom Fenster aus zu winken, wie Gott doch manches macht, mehr als man sich vorstellen kann oder mehr als man traut zu bitten oder zu beten. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp des Tages heute. Es handelt sich natürlich um die Quelle, eine frische Quelle, wo du hin kannst und ich sage dir, entscheide dich. Deine Tümpel, deine Teiche, dein trübes Wasser, wo du dich aufhältst, das zu verlassen und wirklich zur Quelle zu gehen. So vieles Trübes, wo viele Meinungen sind und so durchschnittliches, lauwarmes Zeug. Ich sage dir, geh zur Quelle. Die ist richtig frisch und dort ist das, was du brauchst. Wenn du Not oder Sorge hast, dann lass es uns wissen. Wir beten auch für alle Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, jetzt habe ich was ganz, ganz Besonderes für euch. Wir haben Anfang März ein Ehe-Webinar. Da kann man sich anmelden mit Dirk und Kirstin Schröder. Ein Webinar, wie es sonst ich noch nie erlebt habe, richtig frisch, richtig praktisch und du kannst dich anmelden auf unserer Webseite, findest du die ganzen Informationen und wir zeigen dir gleich den Film und nach dem Film wird das Ende sein, drum werden wir uns jetzt von dir verabschieden. Der Herr segne dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis bald. Hallo, wir sind Dirk und Kirstin Schröder und wir sind seit über 30 Jahren miteinander verheiratet und wir haben 3 ganz tolle erwachsene Kinder. Und seit sehr vielen Jahren machen wir Eheseminare Deutschland, Schweiz, Österreich, Ehe-Segelturns, Ehe-Coachings und wir lieben das, an die Seite zu kommen von Paaren, sie zu entwickeln, sie zu fördern. Mit so wenig kannst du so viel erreichen. Und wir lieben Ehe und wir sind total begeistert von Ehe, weil man in Ehe zum Beispiel Freundschaft und Abenteuer erleben kann und vor allen Dingen, weil man auch zusammen ganz viel Spaß haben kann. Ja, und stell dir vor, eure Ehefreundschaft, euer Eheleben blüht wieder richtig auf. Du bist begeistert, du strahlst, es sprühen Funken, die Chemie stimmt, es ist Leidenschaft, Sehnsucht da und das Umfeld sagt, wow, was für ein tolles Pärchen. Die Kinder sind so begeistert, dass sie sagen, so eine Ehe möchte ich auch mal führen. Dass du neben der Frau aufwachst, die du durch und durch liebst und mit der du ewig zusammenbleiben möchtest. Ich meine, was für ein heißes, attraktives Ziel. Aber bei einigen ist der Funke erkaltet oder sie haben ihn sogar verloren. Was dann? Was tun? Ja, wir selbst sind auch vor ein paar Jahren an Wachstumsgrenzen gestoßen und das hat uns ganz schön ernüchtert. Aber wir haben dann gesagt, nein, wir wollen an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Und wir haben uns auf den Weg gemacht und diese Grenzen wirklich aktiv gestaltet und geguckt, was kann man denn da eigentlich machen, dass wir wieder aus dieser Ernüchterung in dieses Feuer, in diese Leidenschaft, in dieses Miteinander wirklich wieder hineinkommen. Und heute können wir uns kaum noch an diese Zeit erinnern. Also wirklich, ne? Eigentlich ist es wie vorbei und das kannst du auch erleben. Zum Glück haben wir uns diesen Prozessen gestellt. Jetzt sagst du vielleicht, ach, uns geht's doch gut, wozu brauchen wir so ein Eheseminar? Also unsere Überzeugung ist, besser geht immer. Luft nach oben. Wir lieben es, uns zu entwickeln, damit auch ja nicht die Füße einschlafen oder irgendwas erkaltet. Wir haben so viele Ehebücher, Seminare gemacht, wo uns die Füße eingeschlafen sind, also wirklich, wo wir uns gelangweilt haben. Hier wird es ziemlich heiß und sehr persönlich. Könnt ihr euch darauf freuen.
Genau, und das erwartet euch auch. Viele persönliche Beispiele von uns. Wir werden auch von dieser Wachstumszeit erzählen, sehr offen und sehr ehrlich. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Da musst du wirklich unbedingt dabei sein. So eine spannende Reise. Wir sehen euch da. Bis dann. Ciao, ciao. Und hier ist übrigens noch der Link oder auch hier unten, wo ihr euch anmelden könnt für unser Online-Seminar. Und dort bekommt ihr auch noch weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Sowas von. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.